Thomas Hessler, Trainer des BFC Preußen. Ja, seit der jüngsten Vertragsverlängerung jetzt auch bis 2025. Die Tinte ist da seit ein paar Tagen trocken und hat ja eine Menge Aufmerksamkeit erregt. Von welcher Seite ging da die Initiative aus, den Vertrag dermaßen langfristig anzulegen? Das ging vom Vereinsseite aus und ich war selbst überrascht gewesen in der Zeit, sage ich mal, wo ja nicht alles so rosig ist, wie es scheint, mit dem Coronavirus, bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist natürlich nicht selbstverständlich, sage ich mal, in so einer Zeit einen Fünfjahresvertrag angeboten zu bekommen. Und das jetzt nach einem Dreivierteljahr, wo man sich schätzen und kennengelernt hat. Ich denke, wir haben bis zu dem Zeitpunkt, wo das unterbrochen worden ist, eine ordentliche Saison gespielt. Man ist sich nahe gekommen, man hat gesehen, wie gesagt, dass man gut arbeitet. Und ja, und das hat wahrscheinlich dem Verein, war das ausschlaggebend gewesen für den Verein oder von Vereinsseite aus zu sagen, wir sind mit den beiden so zufrieden, wir wollen mit ihnen in die Zukunft gehen. Und dann, dass es gleich ein Fünfjahresvertrag ist, ja, hat mich schon sehr stolz gemacht, auch in dem Moment sprachlos. Was war von Ihrer Seite aus der Grund, auch so mitzugehen bei dieser Langfristigkeit? Ja, weil der Gedanke ist ja ganz normal, du hast hier deinen eigenen Verein, daraus bestehen aus Jugendmannschaften und das ist ja das Schönste, wenn man als erste Männertrainer, sag ich mal, irgendwann mal aus der Jugend, die dann irgendwann mal wachsen, hoffentlich in den nächsten Jahren, dir dann halt Spieler rausholen kannst und musst dann nicht irgendwo in der Weltgeschichte rumfahren oder hier in Berlin rumfahren und willst dir andere Spieler und so, sondern kannst du dir aus deiner eigenen Jugend die Spieler holen und das ist das Ziel von diesem Verein und ich bin froh, davon ein Teil zu sein. Gemeinsam mit Ihnen hat ja auch Ihr langjähriger Co-Trainer Christoph Hirscher verlängert. Wie groß ist der Anteil Ihres Kollegen hier an der guten Arbeit beim BFC Preußen? Auch sehr hoch. Er macht einen guten Job. Wir beide verstehen uns. Wir funktionieren. Das ist, denke ich mal, das Wichtigste. Und man sieht ja auch, dass wir Spaß dran haben. Und ich denke auch, jeder Einzelne, der uns jetzt in dem Dreivierteljahr hier bei Preußen kennengelernt hat, der weiß, dass wir hier mit 110% Einsatz dabei sind, weil wir einfach Bock drauf haben. Und wenn jetzt natürlich dieses ganze mit dem Virus und so weiter nicht gekommen wäre, wer weiß, wo wir denn in den letzten 9 Spielen gelandet wären. Das ist natürlich sehr schade, auch für die Mannschaft tut es mir leid, dass man da ein Dreivierteljahr umsonst trainiert hat, gespielt hat und letztendlich ist natürlich gefährlich so ein Virus, gar keine Frage, aber das ist natürlich umso bitter für die Jungs, dass sie halt dafür nicht belohnt werden, sage ich mal, oder die Möglichkeit noch haben, sage ich mal, oben anzugreifen, dass das jetzt wahrscheinlich verwehrt bleibt, aber nichtsdestotrotz denke ich mal, kann ich und mein Co-Trainer, wie gesagt, sehr stolz auf das sein, was wir bisher hier erreicht haben. Sie haben ja schon die Mannschaft, noch die aktuelle Situation angesprochen. Sie stehen auf Platz 3, was kein Aufstiegsplatz bedeuten würde, aber wahrscheinlich auch die Abschlusstabelle sein wird, so wie es aussieht. Wie zufrieden sind Sie mit der Leistung, die Ihre Jungs in dieser Saison gezeigt haben? Na, wie ich eben schon sagte, ich bin sehr zufrieden mit den Jungs, bis auf den einen Monat. Das ist der verflixte November, wo wir dann halt 3 Spieler am Stück verloren haben, auch gegen Mannschaften, die jetzt über uns stehen. Aber nichtsdestotrotz gab es ja oder wäre oder würde es noch Rückspiele geben gegen diese Mannschaften. Und das bleibt, wie ich eben schon sagte, uns leider im Moment verwehrt. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass die Saison, diese jetzige, noch zu Ende gespielt wird, sodass wir davon ausgehen müssen, dass leider wir nur Dritter wären. Und das ist, wie ich eben schon sagte, sehr schade für die Jungs, weil die halt wirklich hier ein Dreivierteljahr alles gegeben haben, um das Ziel vielleicht zu erreichen, aufzusteigen. Und haben bereits Planungen für die kommende Saison begonnen? Und wenn ja, wie sehen die aus? Naja gut, man muss jetzt halt schauen, bis man mal das okay kriegt vom BFV, wie es jetzt hier nun weitergeht, dass man wirklich endgültig sagen kann, so jetzt können wir wirklich in die Vollen, jetzt können wir Kaderplanung machen und viele andere Sachen noch. Aber solange das jetzt nicht ausgesprochen worden ist, stehst du natürlich da und wartest natürlich. Und das ist natürlich blöde. Man weiß es nicht. Man kann nicht sagen, wie, wann es weitergehen wird. Und deswegen kann ich mich jetzt da oder bilde ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster legen, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. In der Presse wurde ja auch bereits das langfristige Ziel Oberliga ausgerufen. Wie möchten Sie dieses Ziel erreichen? Wenn wir mal irgendwann wieder in den normalen Spielbetrieb kommen, denke ich schon, dass wir uns da eine Mannschaft zusammen schustern werden, sage ich mal, die erstmal, wie gesagt, langsam anfangen. Das ist ja sowieso mein Motto, nicht gleich eine Oberliga denken, sondern das ist ein Ziel für die nächsten 5 Jahre, was man anpeilt. Und als erstes gilt natürlich erstmal hier in dieser Liga, in der 7. Liga aufzusteigen. Und das ist auch nicht so einfach. Und das habe ich jetzt auch wieder gesehen gehabt, weil es auch gute Mannschaften in der, wie sagt man, Landesliga ist das jetzt, Landesliga hier gibt. Und deswegen, das ist kein Selbstläufer, man muss hart arbeiten. Das weiß ich, dafür bin ich da. Ich bin auch nicht für Mittelmaß gekommen, sondern ich habe schon mal gesagt, dass wenn ich irgendwo hingehe, würde
natürlich immer das Maximale haben und das ist natürlich der Aufstieg. Und da versuche ich halt alle mit im Boot reinzunehmen. Mein Co-Trainer brauche ich nicht, aber den Rest der Mannschaft und den Verein, da weiß ich sowieso seit einer Woche, dass sie hinter mir oder hinter uns stehen und dass man uns hier in Ruhe arbeiten lässt. Und ich denke mal, wenn man uns die Zeit gibt, dann wird das auch alles am Ende des Tages auch irgendwo bezahlt machen. Abschließend soll noch ein Ausblick in die weite Zukunft angedacht sein, im Jahr 2026. Wo würden Sie dort finden? Ich hoffe, dass ich immer noch hier bin bei Preußen Berlin und bis dato einen guten Job gemacht habe, der Verein zufrieden ist. Und warum sollte man denn nicht drüber nachdenken, gegebenenfalls, sage ich mal, ist aber noch lange hin, auf eine weitere Zusammenarbeit. Aber erstmal, wie gesagt, ist es noch ganz weit weg und wir fangen jetzt gerade erst an und haben noch viel vor. Und darauf freuen wir uns, wenn wir mal irgendwann mal das grüne Licht von der BFV bekommen, dann geht's in die Vollen. Thomas Hessler, ich bedanke mich für das Interview. Bitteschön.